Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors für die Wii U. Im letzten Part haben wir hier, ich glaube, versucht, das Naginata von Impa zu kriegen. Ich habe es offscreen auf jeden Fall dann noch geholt. Und jetzt wollen wir uns hier mal so ein bisschen durcharbeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier am Steg, ja, dass ich am Steg das Floß brauche, aber sicher ist sicher. So. Dadurch haben wir einen neuen Kartenabschnitt freigeschaltet. Wir brauchen den A-Rang, um dort nach Norden zu kommen. Ist in Ordnung. Besiege alle Riesenmonster. Goma, der Verbannte und Argorok, ja. Wow. Okay. Das wird heftig. Das wird heftig, hier einen A-Rang zu kriegen. Deswegen mache ich das auch mit dem Masterschwert. Da sehe ich noch meine besten Chancen. Okay. Machen wir. Let's go. Let's go. So, und sie sind natürlich schon mal alle auf der Karte. Innerhalb von 10 Minuten. Super. Okay. Hören wir erstmal Gum. Natürlich kommt Argorok direkt mal auf mich zu, ne? Beziehungsweise die werden wahrscheinlich alle auf mich zukommen. Sodass ich alle drei gleichzeitig am Hintern habe. Toll. Okay, pass auf. Pass auf, Argorok, komm mal wieder hier rein. So, hier drin kümmere ich mich sehr gerne um dich. Wie wär's? Okay. So. Komm mal runter da. Zack. Okay. Ja, Mist. Fast die Schwachstellenanzeige in einem Rutsch runtergekriegt. Naja, man kann nicht alles haben. Komm her hier. Komm her, Argorok. So. Das wird aber sicherlich nicht reichen. Nee, natürlich nicht. War ja klar. Na gut, ist aber kein Problem. So, bisschen Schaden genommen, aber ich hoffe mal, das ist egal. Ich hoffe es gerade sehr. Okay, Argorok ist schon mal weg. Perfekt. Und was kriege ich von ihm? Eine Waffe, natürlich. Natürlich kein Material. Wäre ja auch zu schön. Und wir sind bei 1000 Schaden. Das ist in Ordnung. So, hier haben wir Goma. Da brauchen wir natürlich wieder Pfeil und Bogen. Jo. Hey, du blödes Viech. Vielfüßiger Monsterzyklop. So. Ach, schade. Aber egal. Komm, 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 komm. Gib mir deinen Laser, dankeschön. Sehr schön. Okay, reicht das jetzt? Nee. Mal wieder nicht. Warum denn auch? Okay. Komm. Komm her. Komm her. Nein, nicht die Ram-Attacke. Gib mir deinen Laser. Gib mir deinen blöden Laser. Das ist nicht dein Laser. Schade. Das Auge war gerade blau, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich dann Pfeil reinjagen könnte. Aber naja. Da aus irgendwelchen Gründen gerade nicht. Meinetwegen. So, mal schauen. Reicht das? Nee. Ganz knapp nicht. Ist aber kein Problem. Jetzt reicht's. So. Perfekt. Okay. Und von Goma kriegen wir ein Silbermaterial. Naja, meinetwegen.
Ist zwar das schlechteste Material, was wir von ihm kriegen können, aber was soll's, das ist Gummasäure. Können wir auch gebrauchen. So. Und dann haben wir hier den Verbannten, der schon auf mich zugerobbt kommt. Und auf den habe ich am wenigsten Bock. Wer hätte es gedacht? Naja. Weil der ist immer so ein bisschen assi. Ja, aua. Rixer. Okay. So. Sehr schön. Damit fallen wir schon mal um. Okay, ja. Das dauert hier ein bisschen. Bloß weg hier. Bloß weg hier. Ich darf nicht zu viel Schaden nehmen. Autsch. Ja. Genau das meine ich. Hauen wir hier einmal unseren Spezialangriff raus. Aua, das war glaube ich zu viel, oder? Nee, noch nicht. Okay. Okay, noch bin ich nicht auf über 4000. Noch passt's. So. Okay. Schauen wir doch mal. War fast gar nichts. Das war fast gar nichts. Okay, und jetzt schnell weg hier. Schnell weg von ihm. Okay. So, komm her hier. Ja, natürlich habe ich es nicht geschafft, die alle zu erwischen. Und, okay, ich habe aber auch keinen Schaden genommen. Sehr gut. So, dann gucken wir doch mal. Nee. Blöd. Das ist doof. Das ist gerade echt doof. Was hat denn der Transportsoldat hier für mich? Was bringt er mir? Ah, perfekt. Perfekt. Okay. Hier dürfte ich jetzt auch eine gute Position haben, um die zu zerstören. Ja, doch. Die Position war nicht verkehrt. Ah, natürlich, ey. Gerade nochmal ordentlich Schaden gefressen. Dreck. Okay, dadurch wird das schon mal kein A-Rang. So knapp, ey. So knapp. Hätte ich da das eine Mal den Schaden nicht bekommen, wäre es erledigt gewesen. Im A-Rang. Aber so darf ich das Ganze nochmal machen. Naja. Okay, dann ist es so. So. Blöd. Blöd, blöd. Also können wir uns jetzt nicht um Lanas neue Waffe kümmern. Schade. Naja, was soll's. Was soll it? Ne? Immerhin haben wir die Mission erledigt. Ist doch auch was. Ja. Kampfdauer war voll in Ordnung, aber ich habe leider zu viel Schaden genommen. Hm. Doof. Doof, doof. Naja. Guten
Gut. Dann haben wir den jetzt hier noch freigespielt. Ist mir erstmal egal. Sag ich mal. Ich würde sagen, dann schauen wir mal hier hin. Hier entlang. So. Das Ding mal noch wegschieben. Hui. Neue Belohnung. Okay. Na los, Ganondorf. Und du bist dran. Und zwar nehmen wir natürlich diese Schwerter der Finsternis. Wenn ich schon mal die Waffe Stufe 2 schon habe, dann nehme ich die auch mit. So. Feindliches Hauptquartier erobern, hm? Sollten wir hinkriegen. Klingt nicht allzu schwierig. So. Aber erstmal habe ich hier schön viele Gegner direkt vor mir. Das gefällt mir. So. Zack. Bam. So. Problem ist natürlich, das sind Finsternisgegner und ich habe eine Finsterniswaffe. Ist halt ein bisschen unpraktisch, aber hey. So. Ach, Mist. So, komm mal hier. Zack. Zack. So. Wow, komm schon. Okay. Ach, blöd. So. Wusch. Oh, Befestiger. Nicht so toll, aber ich will dich hier erstmal loswerden. Ganz ehrlich. Komm. Ich hasse Gibdos, vor allem wenn sie so wenig Schaden von mir nehmen. So, geht doch. Ich finde es auch sehr interessant, dass ich zusammen mit den Goronen kämpfe. Als Ganondorf. Aber hey. So, Festungen erobern, hä? So, kommt mal her. Lasst mich hier mal durch. Ich kann euch hier gerade nicht so ganz gebrauchen. So. Macht der Finsternis wieder aufgeladen. Falls ich die gleich brauche. Irgendwann mal. Schadet ja erstmal nichts. Die schon mal vorbereitet zu haben. So. Da komm mal her, du Festungskommandant. So. Okay, erste Festung eingenommen. Die ich einnehmen sollte. Dann nehmen wir hier mal die zweite noch ein. Beziehungsweise erstmal hole ich mir den Vorposten, weil der gerade auf dem Weg liegt. So, aber ich mache hier echt wenig Schaden. Das ist ein bisschen blöd. Aber Ganondorf ist halt auch nicht großartig trainiert. Und hat noch keine wirklich gute Waffe. Ja, also klar, ich bin auf Waffenstufe 2, aber das heißt halt nichts. Ja, die Waffen, die ich hier habe, sind halt... Oder die Waffe, die ich habe, ist halt eine Ein-Stern-Waffe aus der Waffenstufe 2. Das ist gar nichts. Naja. Na kommt schon hier. Ihr blöden Viecher. Verzieht euch doch alle mal. So, ha. Festungskommandant gesichtet. Na Mensch. Den wollen wir uns doch dann mal vornehmen.
Hey, du willst doch hier sicherlich in die Bomben fliegen. So, geht doch. Sehr schön. Da haben wir schon mal das Herzteil, glaube ich. Also gehe ich zumindest jetzt gerade mal von aus, dass das das Herzteil sein wird. Das ist das Herzteil. Komisch, dass es in der Festung drin ist, die ich zwingend einnehmen muss, aber hey. Weil ich meine, normalerweise packen sie sowas ja irgendwo hin, wo ich optional nur reingehe. Wow. Ehrlich jetzt? Du hältst einiges aus, du blöder Stahlmeister. Aber ich will den noch loswerden. Von daher, kommt mal her hier. Na komm. So. Zack. Okay. Ja, ja. Okay, ich glaube, das war's mit dem. Immer noch nicht. What? Jetzt aber. Geht doch. Mann. Ist ja nervig hier. Okay. Hier drüben, ja, gut. Ist mir jetzt gerade egal. Ah, du bist der Sonderhandelsanführer, ja? Ich verstehe. Na, dang it. Das war blöd. Mal wieder. Aber kennt man ja nicht anders von mir. So, wo ist denn die? Wo hat sich Wuto denn versteckt? Da hinten. Holy. Komme ich da noch rechtzeitig hin? Nee, das wird nichts. Wuto ist weg. Ihr blöden Mistviecher. Haut ab. Verschwindet. Alle. Und zwar sofort. So, ja. Zack. Okay, Mensch, geht doch. So langsam funktioniert es doch wieder mit dem Kämpfen. Langsam mache ich auch wieder sinnvolles Zeug. Hm. Also einigermaßen sinnvolles Zeug zumindest. So, der Sondereinheitsanführer müsste hier im Osten sein. Alter. Ist ein bisschen nervig, aber hey. Hier ist der einzige Eingang. Na, du dummes Mistviech. So, geht doch. Mann, Mann, Mann. So. Okay. Damit ist das hier wieder meine. Ja, ihr seid mir egal. Kleine Mistviecher. Wobei, ihr dürft mir nicht egal sein. Ich brauche noch Kills. Ich brauche noch Kills. Wo ist eigentlich gerade mein Hauptquartier? Habe ich überhaupt eins? Ach, da hinten. Uiuiui. Ja, sehr viel Rot.
Ich hol mir hier mal die Festung und gehe dann mal das Hauptquartier retten. Weil das dürfte nicht mehr lange stehen ansonsten. Und das finde ich blöd. So, gut. Damit hätten wir das schon mal. So, danke für die Fee. Ach, weg mit euch. Mistkerle. So. Okay. Und jetzt heißt das Hauptquartier retten. Denn ich sehe schon, der Runia verliert schon Leben. Das heißt, die sind schon gut dabei. Kommt er hier. Okay, der Stallmeister ist schon mal weg. Und das Viech hier kommt auch gleich noch. So. Zack. Na toll. So, kommt mal her. Ich meine, sobald ich hier die Anführer erledigt habe, also die, wo eine extra Energieleiste angezeigt wird, ist das eigentlich erledigt. Denn mit dem Kleinviech werden die, wird die CPU hier fertig. So. Dann haben wir hier noch ein paar Vollpfosten, die aufs Maul wollen. Ach, natürlich. Genau in den Strahl reingerannt, ha? So. Bist du wenigstens wieder ein braver Stallmeister, der nach einem Schlag weg ist? Nee, natürlich nicht. Alter! Die blöden Stallmeister hier halten viel zu viel aus. Für meinen Geschmack. Komm. Meine Spezialangriff rein. Und das Viech steht immer noch. Ich krieg gerade hier echt so ein bisschen das Kotzen. So. Wie sieht eigentlich mein Schaden aus? 2,8. Okay. Das heißt, noch könnte ich den Aran kriegen. Den ich auch zwingend benötige. Um hier die nächsten Missionen freizuspielen. Aua. Meine Fresse, ey. 3,8. Okay, das wird nichts. Das sehe ich schon. Vor allem auch von der Zeit her. Das kann ich voll knicken. Das kann ich voll knicken. Da muss ich Ganondorf vorher noch ein bisschen trainieren. Der braucht ein paar mehr Level. Bevor ich hier ernsthaft versuchen kann, den A-Rang zu kriegen. Naja. Dann weiß ich das jetzt aber. Und, ja, man kann mich dann ein bisschen ans Training setzen. Offscreen. So. Okay, dann rennen wir jetzt auf jeden Fall erstmal zur letzten Festung, die wir noch erobern müssen. Um den Feind zu schwächen. So. Ich hätte auch da oben lang rennen können, ich Idiot. Karten lesen ist eigentlich gar nicht mal so schwierig. Aber ich schaff's trotzdem nicht. Ach ja, so. Und es könnte knapp werden. Also wenn ich jetzt hier den Rest komplett No-Hit mache, dann wird es noch was. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich weiß nicht, wieso ich da so ein bisschen pessimistisch bin gerade.
Vielleicht, weil ich gerade eben getroffen wurde. Ja. Naja. Okay. Den Aran können wir schon mal knicken. War mir aber klar. Hatte ich ja auch schon vorher gesehen. So. Zack, zack, zack. Kommt mir her hier. Ich will euch doch nichts, außer euch umbringen. Also will ich euch doch was. So gesehen. Ach, ich habe doch keine Ahnung. So. Okay. Wieder ein bisschen Power. Zack. Wenigstens haben wir genug Kills, um da den A-Rang zu kriegen. Also den Sub-A-Rang, nenne ich es mal. Aber ja, wir sind Stufe 22 mit Ganondorf, also da... Nö. So, muss ich jetzt erst wieder den Schlüssel finden? Nee, schauen wir nicht. Scheinbar ist das direkt offen. Okay. Sehr gut, dann rennen wir einfach hin und erledigen den Feldmarschall. So, ich glaube, ich bin noch schon über die 15 Minuten drüber. Hallo, Zanto. Ja, ja, komm. Kennen wir schon. Brauche ich nicht. Ja, und Zanto No-Hit, das wird sowieso nichts. Nicht bei dem bisschen Schaden, was ich mache. Ah, da hat Zanto viel zu viele Möglichkeiten, um mich zu treffen. So. Okay. Na, komm mal her hier. So. Bisschen meine Magie spielen lassen, um hier mehr Schaden zu drücken. So, sehr schön. Direkt mein Level-Up dadurch noch bekommen. So, und während du fliegst, kriegst du gleich nochmal was ab. So. Na komm. Komm schon, du blöder Drecksack. Ja, warum muss ich auch mit einer Finsterniswaffe gegen einen Finsternisgegner kämpfen? Das kann doch nicht funktionieren. Das finde ich gerade echt blöd, aber naja. Ist halt so, kann man nichts machen. Und warum kriege ich hier nie eine Schwachstellenanzeige? Ist doch auch blöd. Komm mal her, Zanto. Tu mal irgendeinen Scheiß. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu ungeduldig. Nö, da kommt einfach keine. Ich verstehe es nicht. Also so gar nicht. Ah. Okay. Bei dem Angriff kommt eine, ja. Ich verstehe. Bei dem hier nicht. Hm. So, und zack. Boah, Zanto, du gehst mir ein bisschen auf den Sack, weißt du das? Ich habe hier schon wieder keine Schwachstellenanzeige. Ich verstehe Zanto nicht als Gegner. Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch. Mal gibt er mir eine Schwachstellenanzeige, mal nicht. Und ich sehe kein Muster dahinter. Sowas mag ich nicht. Da komme ich mir immer so ein bisschen verarscht bei vor. So, na komm. Ich hab dich doch nur hier so ein bisschen in der Ecke gedrängt, hä? Zack. Okay. Das lief doch schon mal gar nicht so, so schlecht.
So. Und zack. Und einmal den hier. Und das war's endlich, ey. Holy moly. Das hat länger gedauert als erhofft. Aber es liegt an Ganondorfs Level. Definitiv. Definitiv. Ich meine, das sind hier die höchstleveligen Missionen gerade. Hier oben rechts. Und da mit einem Level 20 Charakter mit schlechten Waffen. Ne, ich weiß nicht. War, glaube ich, von der Reihe schlechte Idee. Naja. Aber wir haben mal wieder mit Ganondorf gekämpft. Und Camera ist doch auch was Schönes. Jo. Moment, Schaden war sogar noch A-Rang? Fuck! Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ja, komm, das Ding ist gelaufen. Aber scheinbar nicht. Hm. Naja, so. Gut, Erfahrung plus brauchen wir nicht mehr. Und, das Ding kann auch weg. So, tschüss. Ja, die können weg. Sehr schön. Ein bisschen Zeug. Ja, danke sehr. Gut. Dann haben wir hiermit keine Mission freigespielt. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, schau ich mal hier in die Richtung. Damit wir hier endlich mal Agatha freigeschaltet, oder Agneta heißt sie, glaube ich, im Deutschen, freigeschaltet bekommen. Und ja, genau, das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann danke ich euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie oft habe ich jetzt eigentlich das nächste Mal gesagt? Egal, bis zum nächsten Mal. Tschö.